Gunvlog Mini How To Episode 10. Auseinandernehmen und zusammensetzen einer CZ75 SP01 Shadow 2. Wie immer beginnen wir damit Überprüfen des Ladezustands. Magazin ist raus. Wir öffnen die Waffe, überprüfen den Ladezustand im Inneren. Es befindet sich keine Patrone in der Kammer. Magazin legen wir zur Seite. Die Shadow 2 lässt sich im Großen und Ganzen genauso zerlegen, also auseinandernehmen, wie jede andere CZ75 auch. Das heißt, wir spannen den Hahn. Wir sehen hier hinten zwei Markierungen auf Schlitten und Griffstück, bringen diese zwei Markierungen in eine Linie, da sehen wir sie, gehen auf die andere Seite und müssen jetzt den Verschlussfanghebel rausdrücken. Das kann man mit verschiedenen Dingen tun. Mit einem Schraubenzieher, hier mit einem Reinigungsstab, einfach nur gucken, dass es ein bisschen rauskommt und dann rausziehen. Und dann den Schlitten nach vorne wegziehen, Verschlussfangfeder, also Rückholfeder rausholen, Lauf entfernen und Schlitten alles beiseite legen. Das ist die Shadow 2 vom Inneren. Unterscheidet sich eigentlich kaum zu jeder anderen. Zusammensetzen geht in der umgekehrten Reihenfolge. Lauf rein. Rückholfeder wieder einsetzen. Das geht ein bisschen strammer hier. Gucken, dass auch der Buffer mit drin ist. Schlitten wieder auf das Griffstück schieben. Die Markierung in eine Flucht bringen. Rohrhaltehebel wieder rein, reindrücken und das war's. CZ75 SP01 Shadow 2 wieder zusammengesetzt.